Ich bin wieder da. Gleich am Anfang können wir gemeinsam was beschließen. Die Kommentarsektion ist von nun an hoffentlich befreit von Kommentaren mit Sascha, gönn dir den Urlaub. Ich war im Urlaub. Ich bin Deutscher. Da wir das jetzt hoffentlich gemeinsam geklärt haben. Heute ist wieder soweit. Heute kommt ein neues Video. Und zwar wurden mir mal wieder von euch die deutschen Talente im Rap-Game geschickt. Vorab danke auch an die Einsendung von Mr. Trashpack. Das ist das Leben in einer Großstadt. Das ist das Leben in Berlin. Ich habe gerade Kokain konsumiert. Viel Glück mit deinen Songs, Brudi. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in den ersten Rapper. Let's go. Sie gönnen nichts. Ja, Bruder. Nächster macht den Beat. Yeah. Hab's gesagt, ich werd ein Star. DJ Maxer, heute bra. Hab's gesagt, ja, dieses Jahr. Selber buntes Paper, ja. Mama, ja, ich werd ein Star. Hab's gesagt, ich werd ein Star. Hustle real, ja, dieses Jahr. Ich werd bald ein fucking Star. Die erste Einsendung und es sitzt alles. Unscharfes Video, check. Offbeat, selber buntes Paper, ja. Check. Minimale Selbstüberschätzung mit der Aussage, ich werd ein Star. Ich werd ein Star, ich werd ein Star, ich werd ein Star. Check. Das sind für mich die heiligen drei Könige des Rap-Games. Deswegen wünsche ich dir viel Glück da damit. Ich lieb das einfach, ich lieb Insta-Rapper. Bruder, ja, egal, wo ich schon unterwegs im Pulse such. Wenn ich wieder mal diese Bullen sehe, ich begehe wenig, wenig, denn die Straße, sie ist eklig. Ich erlebe das täglich, also besser, nein, du redest nicht, hast keinen Plan. Von dieser Straße kommst du mir wieder und du fragst an der Hase. Doch die Lage, ja, sie ist gerade Psi. Ich will ein Vertrag bei 3,85. Doch, das Einzige, was Psi ist, ist deine Beinlänge. Wie groß bist du, 5 Meter? Bevor wir zum Rap kommen, ich komme auf die Beine nicht klar. Er ist Basketballspieler, er steigt aus dem Auto aus, ich sehe so viel Bein und so viel Oberkörper. Also falls Chill und Abdi dir keinen Vertrag bei 385i abchecken können, bin ich mir sicher, dass da draußen die ein oder andere Basketballmannschaft am Start ist, die deine Hilfe gebrauchen kann. Chelo? Abdi? Die beste Droge, Digga, ist Sport? Nein. Kokain. Ich hab nichts verstanden. Nicht nur, dass der Bruder die Aura einer Deutschlehrerin hat, als er in die Shisha-Bar reingekommen ist, sind alle aufgestanden. Ich frag mich warum. Nein, er hat doch die Aussprache vom Religionslehrer, der Englischvertretung machen muss. Bei mir kam gar nichts an. Das einzige Wort, was ich verstanden habe, kann ich nicht sagen, weil dann ist das Video wieder gelb. Deine Aussprache kann auch nicht besser. Unabhängig von allem. Ich hoffe, dass du da draußen und ich, dass wir uns einig sind, dass das Coverbild, das Anzeigebild von Keno329 einfach alles rasiert. Guckt euch doch nochmal den Chigo an. Pumpt das Ding auf Spotify, auch wenn man kein Wort versteht. Egal, lass den Bruder supporten, let's go. Was für Mona Lisa, was für Gina Lisa, steht am Pisa, schießt klar. Wie eine kleine Baralina, ich baller mir ein Kiba. Hör ein bisschen Justin Bieber, der muss nicht... Was hört er? Hör ein bisschen Justin Bieber. Wir hören weiter rein. Digga, du bist nicht mein Kaliber, ich glaub, du hast Fieber. Du bist bisschen deep, ja, der kannst du schon Creeper, eingebauter Pieper. Die Bullen kommen mit Laser, ich komm mit Taser. Uf, Kaffa, Layla, mach mal Jekla, was für ein Flavor. Ich bin Headsetter, Trendsetter, was für ein... Geiler Typ. Matthias, was soll ich sagen? Egal, was die Hater dir erzählen, hör nicht auf. Was ein brachialer Flow. Ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass ich die Kamera bin und du mir ein bisschen zu nah kommst auch beim Rappen. Headsetter, Trendsetter. Was für Newsletter, Juiceletter. Du bist lecker, ab nach Mekka, du kleiner Checker. Wusst nicht, Hiroko, ab nach Marokko. Da kriegst du Kokio von Captain Hook ohne Kokio. Die Book of Bokio. Unabhängig von allem, jetzt schon mein Favorit. Wegen Hashes markiert sind steuerfrei, leben auf der Autobahn, Fullgas 300 ablegt, Vakuum verpackt, verpackst du denn krass? Wenn ihr da Bulle, erkennt ihr meinen Namen. Okay, sorry, ey, was soll ich machen? Selbst die im Hintergrund müssen lachen. Oh, ich glaube, die Message kam gerade nicht an. Was soll ich machen, wenn selbst die im Hintergrund lachen? Nein, du brauchst zu viel reden, sonst rippst du deinen Ort und du musst hier damit leben. Nenn dir aka Drogendealer, bei Mescher gehst du mich mit Schäfchenzieher. Kilos verteilt, verstecke die Ware, mache dich ab mit deinem billigen Hase.
Ewa. Hat da gerade jemand noch eine Sprachnotiz aufgenommen? Hallo Martin, du, ich mache mich gleich auf den Weg. Ich werde hier gerade Zeuge einer verbalen Straftat. Oh nee, jetzt hat hier gerade einer noch einen Schlagstock rausgeholt. Vielleicht nicht nur verbal. Ich mache mich gleich auf den Weg. Bis gleich. Ciao. Ich habe gerade nur ein Wort parat. Fatal. Wirklich die reinste Simulation, was da alles passiert ist. Ich hatte es selber schon auf meiner Lupe und ich habe gehofft, dass es jemand zusendet. Also wer auch immer das hier eingesendet hat. Danke für dieses Kronstück. Grundstück? Danke für diesen Rohdiamanten. Verdammte Scheiße. Ich hab ne Gänsehaut. Ich hab ne Gänsehaut, weil ich schon wieder weiß, dass sich manche von euch da draußen auf das Mallorca Opening 2024 richtig doll freuen. Und dreimal dürft ihr raten, wer sich gar nicht freut. Ich nicht, Mallorca 2024 mit meinen Brüdern Mark Eggers Megapark. Wer ist dabei? Ich liebe den Ballermann. Hey, what's he? Gib ihm. Hey, what's he? Sorry, ich muss schon wieder pausieren. Was ist das für ein Intro? Epischer kann's ja gar nicht mehr werden. Oldschool Shit besser als sein Sommerhit. Mein Schirm, Bullenkopf mit meinen. Er fängt an zu weinen. Für mich braucht ihr 10 Kopfgezückt mit 10 Gott vor 10 Bullen in die Fresse. Das ist die Message. Er hat auch original das Outfit an, dass du anhast, wenn du dem Polizisten sagst, Bruder, ich schwöre, ich hab nichts dabei. Dass er so viel passt, dass sich die Nachbarn beschweren. Ich find's auch geil, dass einer mal das Intro ein bisschen spannend hält, hier mit dem Feuer. Ich find's so geil, dass man fast davon ausgehen könnte, dass der Typ für seinen guten Rap, ich will nicht aufs Maul bekommen, fast den ganzen Wald in Brand gesetzt hat. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Dieses Video wurde professionell aufgenommen und von der Freiwilligen Feuerwehr begleitet. Direkt nach dem Dreh wurde das Feuer mit noch mehr Benzin gelöscht und unser Prater, der unschuldig ist und nichts dabei hat, hat die Seiten jetzt auch auf Null. Also Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Grüße gehen raus an Frank. Ich weiß immer noch nicht, ob er das wirklich alles freiwillig macht. Frank, falls du das sehen solltest und das nicht freiwillig machst, blinzel doch mal bei deinem nächsten Upload dreimal schnell hintereinander. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt jetzt fleißig Kommentare. Wehe einer schreibt, Sascha, gönn dir Urlaub. Ich war im Urlaub. Für die nächste Episode von Sascha liest Kommentare. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Beim Reden, du merkst ja richtig, wie ihn das erregt. Also man könnte meinen, dass Anzeigen schreiben die einzige Möglichkeit des der Erektion. Hinter mir treffen sich heute Abend ungefähr 200 Menschen, um miteinander Sex zu haben. Und ich bin auch dabei. Das hier ist nämlich ein Swingerclub. Um herauszufinden, wie die Behinderung verwirklicht ist. Auf einen schönen Abend. Wie läuft das dann nachher genau ab? Voila, da oben ist eine so. Mir wurde einmal auf den Arsch geklatscht. Naja, also das ist sicherlich eine Leistung, die ich als Erster verbracht habe.